ist deswegen wichtig, weil die Eltern ihr Kind verloren haben. Und das macht Eltern, es macht für Eltern keinen Unterschied, ob das Kind 100 Gramm, 170, 500, 2,5 Kilo oder 3,5 Kilo oder 18 Jahre alt ist. Deswegen ist das wichtig. Konnten Sie verstehen, dass es da Widerstände gegeben gab oder dass es überhaupt so einen Prozess geben musste, bis jetzt wirklich das zu besetzen kam? Dass es doch von Elternseite kommen musste, dass wirklich noch wieder. Also ich könnte es insofern nachvollziehen, weil es in unserer Demokratie normal ist, dass bevor ein Gesetz geändert wird, sehr viele in Bewegung gesetzt werden müssen, sehr vieles durchdacht werden muss. Aber verstehen, dass man den Eltern das Recht nimmt, ihr Kind, egal wie schwer es war, dass sie das beerdigen wollen, dass sie das beerdigen können, dass sie es anerkennen wollen, dass sie das in das Stammbuch eintragen lassen wollen, kann ich nicht. Was sind denn so die Argumente, die dafür sprechen? Diese Gesetzesänderung jetzt so zu machen. Einmal kurz noch, dann muss ich. Ah, ja, genau. Für mich ist das Hauptargument, dass die Eltern, die ihr Kind beerdigen wollen, lassen wollen, Entschuldigung, dass sie jetzt ihr Kind auch beerdigen lassen können und dass sie ihr Kind vor allem anerkennen können, in die Öffentlichkeit bringen können. Dass sie sagen können, mein Kind. Sowieso ist gestorben, es ist in meinem Stammbuch eingetragen. Das ist für mich das Hauptargument. Aus Ihrer langen Erfahrung heraus. Ja, wir von den Sternenkindern, also vom Sternenkinderverein, wir haben sehr viel mit Eltern zu tun, deren Kinder früh verstorben sind, zu früh verstorben sind. Auch mit Eltern, deren Kinder unter 500 Gramm nur gewogen haben. Und aus dieser Erfahrung heraus, es ist einfach jedes Paar, jede Mutter, jeder Vater, trauert und es spielt keine Rolle, wie groß, wie stark, wie alt das Kind war. Welche Erfahrungen haben Eltern zum Teil vorher gemacht? Also ich hab viel darüber gehört, dass man dann ja eigentlich gar nicht so eine als Mutter anerkannt wird. Also dass man im Prinzip irgendwie nicht den richtigen Mutterschutz hat, dass man irgendwie sehr schnell gesagt bekommt, jetzt reicht es aber mal mit der Trauma und so. Also jede Mutter, die ihr Kind verliert, wird als Mutter nicht mehr gesehen. Weil es kommen natürlich auch so viele, die sagen, wer weiß, wofür es gut war, vielleicht war es ja nur in Anführungsstrichen ein behindertes Kind und du hast dein Kind doch gar nicht gekriegt, das war doch noch gar nicht, das war doch nur 100 Gramm oder 250 Gramm, du bist doch eigentlich gar keine Mutter, das ist natürlich eine Katastrophe. Die Mutter ist eine Mutter von Anfang an. Zum Zeitpunkt der Zeugung ist die Mutter, fertig. Und was macht das mit den Leuten, die so behandelt werden? Sie werden eigentlich doppelt bestraft. Erstens haben sie ihr Kind verloren, ihr Kind, auf das sie sich in der Regel gefreut haben, das Kind, das erwartet worden ist. Und sie werden dann auch nur von der Öffentlichkeit gemieden. Indem man nicht darüber spricht, indem man sie nicht fragt, wie geht es dir? Weil diese Frage, die Antwort auf diese Frage, die interessiert überhaupt nicht die anderen. Und als Mutter werden sie auch nicht anerkannt, als Vater sowieso nicht und niemand spricht darüber. Niemand nimmt sie in ihrer Trauer wahr. Dabei wäre es eigentlich ganz einfach, die Leute in ihrer Trauer wahrzunehmen und somit das einfach zu akzeptieren, es ist ein Kind, das diese Mutter, dieser Vater verloren hat. Was ist jetzt wichtig, wenn ich Betroffener bin und ich sehe diesen Beitrag? Was ist aus Ihrer Erfahrung wichtig in so einer Situation? Also wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich da in die Zukunft gehen? Also wenn es gerade passiert, kann man nicht in die Zukunft blicken. Und der Satz, das Leben geht weiter, der Satz ist einfach, ich sag's mal, ist einfach ganz großer Mist. Das Leben geht in dem Moment nicht weiter, das Leben bleibt in diesem Moment stehen. Das Leben geht nicht weiter, es geht anders weiter. Und man lernt aber mit der Trauer zu leben und das ist wichtig. Also das ist wichtig, dass ich das Kind, als mein Kind integriere in mein Leben und dass ich damit umgehe. Und es ist nicht so, dass das Leben dann vorbei ist und nur noch Trauer herrscht und nicht mehr gelacht werden darf. Also wir sind ein Verein, wo wahnsinnig viel gelacht wird. Also wir haben uns zusammengefunden und da wird, also wir gucken auch Fußball zusammen. Also das Leben geht anders weiter. Die Trauer gehört dann dazu. Jetzt haben Sie diesen unglaublichen Ort geschaffen für Kinder, die Sternenkinder sind, also die jetzt nicht mehr da sind. Sie haben, glaube ich, viel Unterstützung erfahren von der Verwaltung hier, von der Stadt. Wenn Sie das mal beschreiben können, wie war das, wie hat sich das angefühlt, so viel Unterstützung zu erfahren? Ich glaube, was das denn betroffen hätte. Also das war einfach
gigantisch. Also da haben wir nicht mit gerechnet und da muss ich, glaube ich, sagen, wir haben Glück, dass wir hier in so einer kleinen Stadt sind, wo die Wege einfach kleiner sind, schneller sind, unbürokratischer sind. Und das hat den Eltern wahnsinnig gut getan. Also wirklich hat von oberster Stelle gesagt worden ist, ihr könnt mitten in unserer Stadt, könnt ihr diesen Sternenplatz errichten, ihr könnt das Kunstwerk errichten und wir von der Verwaltung, wie ich als Bürgermeister, also nicht ich, sondern unser Bürgermeister, wir unterstützen euch. Und das hat den Eltern sehr, sehr gut getan. Einfach auch dieses Gesehenwerden, dieses Sichtbarmachen? Es ist mittlerweile so, dass dieser Platz, der hatte mal einen anderen Namen, der hieß mal Förderradwiese. Wenn Sie durch Castrop-Rauxel gehen und die Leute ansprechen, die sagen alle, ach, das ist doch die Sternkinderwiese. Also dieser Name hat sich jetzt eingebürgert und wir bekommen auch unheimlich viel Zuspruch. Alle, also auch vor allen Dingen ältere Damen, die zu uns kommen und sagen, es ist so toll, was ihr da macht. Ich kann jetzt nach 50 Jahren endlich mal sagen, es wird mal akzeptiert, dass ich getrauert habe, weil ich vor 50 Jahren meinen Sohn verloren habe. So, da wurde einfach immer drüber geschwiegen. So, es kommen wahnsinnig viele Leute von aus Castrop zu uns und sagen, klasse, danke. Es kommen aber auch sehr viele, die ihr Kind gesund zur Welt gebracht haben, die glücklich darüber sind und sich irgendwie erkenntlich zeigen. Also es ist für uns so ein Ort des Austauschs. Das finde ich klasse. Können wir noch mal einmal kurz darüber reden, über die Unterstützung der Stadtverwaltung oder der Politik im Allgemeinen? Es war ja schon so, dass Familie Martin, die die Petition angestoßen hat, doch einen Weg zu gehen hat. Auch gegen Verwaltungswiderstände, gerade auch in deren Fall. Können Sie da auch die Sicht der Verwaltung vielleicht verstehen? Also Verwaltung, die Sicht der Verwaltung kann ich verstehen, weil um etwas zu ändern, muss sehr viel durchdacht werden, überdacht werden, es muss gegengeprüft werden. Wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem sehr verlässlichen Ort in Deutschland und es muss einfach gegengeprüft werden, dass das ein langer Weg war, dass der auch sehr anstrengend war. Das will ich glauben, aber es ist, glaube ich, auch jetzt umso schöner, dass das geklappt hat. Auch umso wichtiger. Ich wäre zufrieden.